Erklären Sie unseren Zuschauern, wie man heute in Ihrem Krankenhaus die Kataraktoperation mit Ultraschall macht. Das ist die modernste Art und Weise, der modernste Ansatz. Wir haben heute mehrere Möglichkeiten oder, wie man das nennt, mehrere Plattformen. Wir können jede einzelne Linse anders behandeln. Was jetzt am meisten verwendet wird, ist die sogenannte Osil-Mikrotonsillen-Technologie. Was bedeutet, dass bei härtesten Katarakten die Anwendung von Ultraschall am kürzesten dauert? Eine vollkommen durchsichtige Hornhaut unmittelbar nach der Kataraktoperation. Bei dem frühen Verfahren musste man für harte Linsen die Ultraschallenergie etwas länger anwenden und es gab bestimmte geringe Grade an Ödem, während man mit dieser neuen Technologie eine absolut transparente Hornhaut bekommt. Eine der hervorragenden, interessanten Plattformen ist die sogenannte Aqualase. Was heißt das? Das ist die Möglichkeit, reflektive Chirurgie zu machen. Die Kataraktchirurgie wird immer sehr zur reflektiven Chirurgie. Bei durchsichtigen Augenlinsen, bei Menschen, die ein Dioptrieproblem haben oder eine leichte Trübung haben, gehen wir praktisch ganz ohne Ultraschall vor. Das ist das sogenannte Wasserstrahlphänomen, wo man die Linse sanft spült und einen kleinen Einschnitt macht, um eine flexible Linse einzusetzen. Die Linse ist genau nach den Bedürfnissen des Patienten gewählt und man kann korrigieren den reflektiven Fehler korrigieren oder die Dioptrie, sowohl bei Patienten mit einer leichten Katarakt als auch bei denen mit einer völlig transparenten Augenlinse. Sagen Sie mir, Marina, wie sieht die Weiterbehandlung nach der Operation aus? Bei der Kataraktoperation mit Ultraschall liegt der wesentliche Vorteil darin, dass es keinen Aufenthalt im Krankenhaus gibt. Der Patient erhält eine örtliche Betäubung mit Tropfen. Es geht unmittelbar nach der Operation, er geht nach der Operation nach Hause und am nächsten Tag, nach der ersten Kontrolle, kann das Auge seine normale Funktionsweise wieder aufnehmen. Das ist ein großer Vorteil für den nach einem oder zwei Tagen kehrt der Patient zurück zu den normalen Aktivitäten im privaten Berufsleben zurück. Und wie sieht das Verfahren bei der Laseranwendung aus? Nach der Vorbereitung und Diagnose kommt der Patient zur Operation. Die Betäubung ist lokal mit Tropfen, der Eingriff ist völlig schmerzfrei, sehr kurz, der Lasereinsatz dauert kürzer als eine Minute, weil man die Oberfläche Schichten der Hornhaut behandelt. Dann erhält der Patient eine Schutzkontaktlinse, die auf dem Auge etwa 4 bis 5 Tage bleibt, bis zur Epithelisierung. Während dieser Zeit wird das Auge regelmäßig mit vorgeschriebenen Linsen behandelt. Das ist die sogenannte fotorefraktive oder PRK-Methode, die häufig verwendet wird. Eine große Anzahl von Ophthalmologen in der Welt kehrt zu ihr zurück, weil sie praktisch sicher ist, risikofrei ist und bei Sportlern auch angewandt wird, eben weil sie risikofrei ist. Im Gegensatz dazu ist die LASIK-Methode eine Kombination aus mikrochirurgischen Methoden und Laseranwendungen. Dabei wird ein Teil des Hornhautepithels eingeschnitten in der Form eines Deckmantels oder Flügels. Diese Schicht erhebt sich und dadurch wird die Laserbehandlung bzw. BRK-Behandlung in den tieferen Schichten ermöglicht. Danach senkt man das Epithel zurück und die ursprüngliche Stelle. Es ist für den Patienten etwas komfortabler, aber es gibt immer die Gefahr des Bewegen des Flaps, der Komplikationen im Epithel und es wird bei Sportlern deswegen nicht angewendet. Die Ergebnisse sind völlig identisch bei beiden Verfahren.